Vorher unternehme auch mein Anwalt nichts. Unser Projekt, an dem wir seit mehr als einem halben Jahr so intensiv arbeiten, soll durch nichts gefährdet oder überschattet werden. Ich appelliere an alle, noch vorsichtiger im Umgang mit den Daten zu sein. Im Übrigen haben wir bis zur Veröffentlichung noch viel zu tun. Es gibt unterschiedliche Vorstellungen, wann und wie wir die Banken und Cum-Ex-Akteure konfrontieren sollen. Logischerweise gelten da in fast jedem Land andere Bedingungen, ob, wann und auf welche Art Stellungnahmen der Gegenseite ermöglicht werden müssen. Nach langen Debatten finden wir einen Konsens. Um eine Übersicht herzustellen, welche Banken an Cum-Ex- oder Cum-Cum-Deals oder vergleichbaren steuergetriebenen Geschäften beteiligt waren, hat Tanja Nyrup-Madsen vom dänischen Fernsehen ein Excel-Sheet voll roter und gelber Kästen vorbereitet. Es ähnelt jener Tabelle von Hanno Berger und Paul Mora, auf der die beiden Cum-Ex-Meister Länder auflisteten und gegebenenfalls mit funktioniert markierten. Unsere Tabelle soll nun Banken und Fonds auflisten. Über Stunden fragt Tanja die Tischrunde ab und trägt Kreuze in die Tabelle ein, die auf dem großen Konferenzbildschirm von Korrektiv zu sehen ist. Ein X für jede Bank, die erwiesenermaßen bei Cum-Ex- oder Cum-Cum-Deals dabei war. Ein X in Klammern bekommen Banken, die entsprechende Pläne hatten, bei denen uns aber der Beleg fehlt, dass die Deals auch durchgeführt wurden. Am Ende gibt es kaum eine Bank ohne X oder X in Klammern. Die Excel-Tabelle dokumentiert den organisierten Griff in die Steuerkassen zahlreicher Staaten. Neben Deutschland sind nachweislich mindestens 10 weitere europäische Länder betroffen. Den genauen Schaden haben sie noch nicht ansatzweise erfasst. Nur für 5 Staaten haben wir Marktdaten oder Schadenssummen erhalten. Neben Deutschland sind es Dänemark, Italien, Belgien und Frankreich.